Lasst uns mal bitte über ein Drama sprechen, das seit kurzem auf Netflix veröffentlicht ist, dessen Trailer sehr interessant aussah und bei mir persönlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Und damit geht es hier jetzt um Pieces of a Woman. Martha und Sean sind ein glückliches Paar, leben in Boston und sind in freudiger Erwartung auf ihr erstes Kind. Ein Mädchen soll es werden und die innige Verbindung zwischen dem Brückenbauer und seiner Partnerin lässt nicht viele Zweifel daran, dass sie gute Eltern sein werden. Doch während einer intensiven Hausgeburt kommt es zu einem Zwischenfall und danach wird nichts mehr so sein, wie es war. Ein gemeinsamer Schmerz kann zwar vereinen, aber ebenso auch trennen. Und so werden die Gräben zwischen Sean und Martha immer tiefer, während immer mehr Probleme mit Verarbeitung und Überwindung kollidieren. Pieces of a Woman geht 127 Minuten, hat eine Netflix-Altersfreigabeempfehlung von 16 Jahren und ist dort seit dem 7. Januar 2021 abrufbar. Ist ein Drama, das auf dem Venedig Film Festival Premiere gefeiert hat und dort auch von Netflix akquiriert wurde. Erzählt die Geschichte von zwei Menschen, denen eigentlich Wundervolles bevorsteht und aus dem aber sehr Dramatisches und Trauriges wird. Mit Shia LaBeouf und Vanessa Kirby in den Hauptrollen ist es vor allem erstmal eine ganz, ganz, ganz eindrucksvolle Plansequenz, die sehr am Anfang des Films auftaucht. Das heißt, ein langer Shot. Und die setzt irgendwo nach 2-3 Minuten ein und dann wird eine Geburtsarie gezeigt über gut 23, knapp 25 Minuten, in der Vanessa Kirby ungefähr alles gibt. Diese Sequenz selbst ist ein Meisterwerk, ist eine Meisterarbeit und eine der besten Sequenzen wahrscheinlich seit Jahren, die man hätte vielleicht sogar am liebsten im Kino gesehen. Danach folgt trotzdem eine Welt, die auf dem Kopf gestellt zu sein scheint und zwischenmenschliche Probleme sie so tief agieren, dass der Film immer wieder und das vor allem auch wegen der Performance von Vanessa Kirby ein stummer Schrei ist und vor allem auch nach dem Schauen und drüber schlafen nach diesem Film noch hart in mir arbeitet und so ein bisschen an mir zerrt. Der Film ist etwas, wo ich verstehen kann, wenn man vielleicht sogar den ablehnt und sagt, da kann man emotional nicht ran, und auf der anderen Seite verstehe ich voll und da finde ich mich wieder, wenn der einen sehr, sehr berührt und in einem arbeitet und vielleicht auch über einen längeren Zeitraum. Deswegen empfehle ich grundsätzlich, sich Pieces of a Woman anzuschauen. Vanessa Kirby als Martha ist eben einfach wow. In dieser Sequenz, in der man in 23 Minuten in einem One-Take bei ihr bleibt, es hat 2 Drehtage gebraucht und 6 Versuche, um diese zu drehen, ist das, was dieser Mix aus Freude daraus, das Wundervollste auf der Welt vielleicht gerade zu erleben, danach das Kind in den eigenen Armen zu halten und diese puren Schmerzen und auch Angst, die irgendwann hochkommt, gepaart mit etwas, was erstmal losgeht mit Ablenkung und die Venen kommen immer rascher, und das ist so intensiv, dass ich immer wieder mich selbst beim tief durchatmen erlebt habe und dachte, was ist das für eine richtig gut gefilmte Nummer? Es fühlt sich so sehr nach Geburt an, wie ich es mir als Mann ungefähr vorstellen kann, wie man es visuell beschreiben kann, und dann auch teilweise, wenn dann bestimmte Aufnahmen auch mal ein bisschen in intimere Zonen wandern, man denkt so, okay, krass, und da ist so viel Kraft und Leben und Liebe und auch Traurigkeit drin, dass ich mein Hut ziehe vor dieser Sequenz. Und allein die sollte, glaube ich, schon Interesse genug machen, sich Pieces of a Woman anzuschauen. Was Vanessa Kirby da physisch und emotional leistet, ist absolutes Top-Niveau und Weltklasse. Aber alles auch, was danach agiert und passiert, in der sie wie an die Wand gedrückt mit sich selbst auf der einen Seite alleingelassen ist, überstimmt wird und auf eine ganz eigene Art und Weise versucht umzugehen mit Schmerz und mit Angst und zu einem Punkt kommt, wo so viel Leben drin steckt und eine Schuldfrage nicht unbedingt das ist, was es braucht, um vielleicht zu überwinden, ist da ganz viel drin. Deswegen finde ich das eine richtig tolle Performance, dass selbst ein Shia LaBeouf, den ich in den letzten Jahren so, so gerne sehe, weil der sich einfach so stark als Charakter-Meme etabliert, der hier auch absolut uneitel ist, komplett blank zieht und auch damit kein Problem hat, wenn die Kamera das so filmt und zeigt, seiner uneitlen Art zu seiner Partnerin zu stehen und dann trotzdem eben nicht umgehen kann und dann von einem zerbrechenden Wein bis hin zu einem Aufschrei, der dann letztendlich auch in Suchtverhalten agiert und ich will ja auch nicht spoilern an der Stelle, ist das ebenfalls eine richtig starke Performance, die aber tatsächlich hinter Vanessa Kirby noch zurückbleibt. Da muss ich unbedingt noch Ellen Burstyn rausheben als Elizabeth, die Mutter von Martha, eine Figur, wo man sich immer wieder fragt, oh Gott, die hat so klare Vorstellungen und Wertvorstellungen, wie man mit einer Situation wie die umgehen sollte. Wenn das clasht mit dem eigenen Kind, dann ist das eine Figur, die man nicht unbedingt mag. Und dann kommt es aber zu einem Punkt, wo einer der stärksten Momente herausgepackt wird, die ich seit langem gesehen habe, in dem diese Frau von ihrem eigenen Leben und ihrem eigenen Werdegang erzählt. Und da denkt man, wenn man sie so zerbrechlich
glaubt zu sehen. Und dann kommt diese Kraft und diese Wut, diese Motivation, sein Leben so zu führen, hervor und baut eine Brücke. Weil dieses Motiv Brücke bauen, Brücke entstehen, Brücken abreißen, ist natürlich auch so ein übergeordnetes, was man immer wieder an Pieces of a Woman quasi zumindest assoziieren kann. Mit dem Hauptthema muss ich auch sagen, eine ganz, ganz spannende Performance. Und immer wieder geht es auch um Figuren aus Marthas Familie. Aber ich mag ja noch Molly Parker erwähnen, die Ever spielt, eine Hebamme, bei der man sofort sieht, dass es das Gefühl hat, das ist eigentlich der Traumberuf, den diese Frau ergriffen hat. Und es geht um Leben und Leben auf die Welt bringen. Aber was ist, wenn eine Schuldfrage zu klären ist? Und obwohl sie eigentlich nicht oft Screentime hat, steht sie für dieses wichtige Thema, was mit Verarbeitung eben auch zu tun hat. Und deswegen mag ich diese zerbrechliche und eigentlich liebevolle Performance von Molly Parker dahinter auch. Kurzum, der Cast ist eine feine Auswahl und wirklich, wirklich gut aufgesetzt. Eine stark inszenierte Nummer. Kameraführung ist tendenziell arthausig, klar auf Drama gesetzt. Man nimmt sich die Zeit, auf Gesichtern zu bleiben, und allein die Plansequenz ist dann eben bei knapp 25 Minuten, weil der Filmtitel auch erst nach 30 Minuten auftaucht, in Pieces of a Woman, etwas, wo man sich trauen und wagen muss und hier richtig gut einfängt. Da habe ich großen Respekt. Das Szenenbild ist mit Boston natürlich Großstadt, aber trotzdem spielt das keine Rolle, weil fast alles drin stattfindet, oder wenn wir Brücken und Brückenbilder, Menschen leer sehen, alles so verlassen, so kalt, so einsam wirkt. Also da ist so ein Kontrast zwischen, wir wissen, wir sind in einer großen Stadt, fühlen tun wir sie aber nicht. Ist die Musik sehr, sehr wenig, also gut dosiert, und dann passt sie sich aber immer gut ein. Kostüm reicht, von den Figuren angepasst bis hin zu komplett nackt. Sind die Effekte ansonsten handgemacht, will ich mich in diesen Dingen nicht verlieren, weil es da wirklich um eine Geschichte geht. Es geht um Gefühle, es geht um das Leben, es geht um Überwindung, es geht um Verlust. Es geht aber auch um Brücken bauen, und das sind die wichtigen Themen. Es geht hier um Erzählung, wie fängt die Kamera das ein, und gar nicht so sehr um diese Details ringsherum. Und da muss ich sagen, ist dieser Film ein sehr beeindruckender, der eben wie so ein stummer Schrei daherkommt. Und ich kann, also in mir arbeitet dieser Film, und ich finde echt froh, den gesehen zu haben. Das ist eine gewagte und eine gut gekonnt inszenierte Nummer mit einem tollen Cast, und da gebe ich gerne Pieces of a Woman 9 von 10 möglichen Punkten, sowohl als Drama als auch insgesamt. Von mir definitiv eine Empfehlung, auch wenn er sicherlich nicht bei den Netflix Top 10 mal wieder landen wird, weil es dann vielleicht doch zu arthausig ist und nicht eine breite Masse interessieren kann, aber ich finde eine richtig feine Nummer. Und da bin ich durch in meiner Review zu Pieces of a Woman seit 7. Januar auf Netflix abrufbar, und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme schauen.